Der Wald ist voller Gefahren, sagte Mama, setzte sich auf die Knie und blickte mir so tief in die Augen, dass ich zusammenschrumpfte. Geh niemals in den Wald, Natsu. Hörst du? Da drin lauern böse Gestalten, und wenn die dich erwischen, findest du nie wieder heraus. 3 Jahre sind seitdem vergangen, und bislang habe ich den Wald, der unser Dorf umgibt, jedes Mal in einem Stück wieder verlassen. Mama versteht nichts von seinen Geheimnissen. Nicht einmal die Dorfältesten tun es. Für sie bin ich nur das merkwürdige kleine Mädchen, das nachts umherwandert. Das Mädchen, das Gespenster sieht. Dunkelheit legt sich über das Dorf. Bei Sonnenuntergang stehen wir vor dem Haus und halten unsere ausgehöhlten Kürbisse sowie eine kleine Kerze auf dem Arm, bereit für die Zeremonie. Ich grinse meinen Kürbis an. Er sieht wunderschön aus, wie er mich anlächelt und nur darauf wartet, dass ich meine Kerze in sein Inneres stelle. Dann läutet der Dorfälteste die Glocken des Tempels. Es ist soweit, Kinder. Mama und Papa stellen als Erste ihre Kürbisse vor unsere Haustür und die Kerzen hinein. Danach dürfen Yuki und ich unsere Kürbisse daneben platzieren. Unsere eigene kleine Kürbisfamilie. Dann beten wir um die Gunst der Toten und warten, bis die Priester unsere Straße entlang laufen und mit ihren Fackeln die Kerzen entzünden. Die Hitodama müssen schließlich den Weg zu ihren alten Häusern finden, und das können sie nicht ohne die Kürbislichter. Wenn es ganz still ist und in der Dunkelheit die flackernden Kürbisfratzen tanzen, stelle ich mir vor, dass die Kürbisse nach den Seelen rufen, um ihnen die Suche zu erleichtern. Ich habe Yuki davon erzählt, aber sie glaubt nicht daran, dass die Kürbisse sprechen können. Da, sie kommen! Aufgeregt hüpfe ich auf der Stelle und zeige nach rechts, wo ein paar Fackeln aufgetaucht sind und langsam größer werden. Dann stehen die Priester vor uns. Ihre Mienen unter den langen Kapuzenumhängen verraten keine Regung, doch ich weiß, wie stolz sie sind, diese Aufgabe wahrnehmen zu dürfen. Langsam senken sie die Fackeln und entzünden die Kerzen. Sie lassen die Kürbisse lächeln, und auch ich könnte nicht glücklicher sein. Stumm und hellwach liege ich auf meinem Bett aus Stroh und starre die Decke an. Auf der anderen Seite des kleinen Zimmers schnarcht Yuki. Manchmal beneide ich sie. Sie legt sich hin und keine Minute später schläft sie schon. In dieser Nacht nutze ich das zu meinem Vorteil. Vorsichtig setze ich mich auf dem Stroh hin und schlüpfe in meine Hausschuhe und Straßenkleidung. Yuki rührt sich ein wenig, doch sie schläft weiter. Und so schleiche ich mich aus dem Zimmer in den großen Hauptraum. Es riecht noch nach dem Abendessen und der Latrine, die ich am Morgen werde leeren müssen. Ein Glück, dass in unserem Dorf niemand die Türen versperrt. So erfreue ich mich an der menschenleeren Straße, die sich zu beiden Seiten ins Dunkel ergießt. Nur die leuchtenden Kürbisse spenden Licht. Ich wünschte, ich könnte dieses Bild festhalten. Es sieht wunderschön aus. Im Wald stimmen die Eulen ihr allnächtliches Lied an und ich bin versucht, mitzumachen. Wüsste ich nicht bereits, dass es sie kränkt. Daher summe ich nur in meinem Kopf mit. Der Himmel prangt sternenklar über dem Wald, der nun, da die Hitodama mich erwarten, in allen möglichen Farben leuchtet. Grün, blau, rot, orange, lila. Es sieht aus wie ein Regenbogen. Ich lächle und hüpfe zwischen den Kürbislichtern die Straße entlang. Natsu! Ich stolpere und schaffe es gerade noch, einen Sturz zu verhindern.
Yuki baut sich vor mir auf. Ich will auch mitkommen. Flach atmend stütze ich die Hände auf die Knie und starre meine Schwester an. Sie trägt immer noch Nachthemd und Hausschuhe. Wohin gehst du eigentlich? Fragt sie und reibt sich die Nase. Was? Antworte ich, zu perplex, um etwas anderes zu sagen. Schlimm genug, dass Yuki offenbar doch nicht geschlafen hat und mir gefolgt ist. Na, wo du hingehst? In den Wald natürlich. Yukis Grinsen verschwindet. Sie fürchtet sich vor dem Wald, aber das würde sie niemals zugeben, erst recht nicht vor ihrer kleinen Schwester. Ich komme trotzdem mit. Demonstrativ streckt sie ihr Kinn nach vorne und stemmt die Hände in die Hüften. Die Kürbislichter, die sie von unten beleuchten, lassen sie umso entschlossener aussehen. Was soll ich nur tun? Ich will nicht, dass Yuki mitkommt. Und die Hitodama, was werden sie sagen? Yuki kann sie nicht sehen, aber sie können Yuki sehen. Und ich glaube nicht, dass es ihnen gefallen wird, wenn ich sie mitbringe. Stehst du dir jetzt die Beine in den Bauch? Yuki eilt ein paar Meter voraus und tippelt, als müsste sie gleich die Latrine aufsuchen. Bleibt mir eine andere Wahl? Wenn ich sie abweise, wird sie mich verpetzen. Und dann dürfte ich womöglich nie wieder in den Wald. Ich komme! Ich schlucke meinen Unmut herunter und überhole Yuki, damit sie nicht sehen kann, wie ich meine Angst wegblinzle. Im Wald ist es düster und stickig. Die Kühle der Nacht haben wir an seinem Saum zurückgelassen. Yuki reibt sich über die Arme. Ihr muss kalt sein, so ganz ohne Jacke. Oder hat sie nur Angst? Die Hitodama jedenfalls halten Abstand zu uns. Ich wusste es, sie nehmen es mir übel. Aber immerhin folgen sie uns. Wo sind deine Geister denn jetzt? Yukis Zähne klappern, während sie spricht. Sie sind keine Geister. Wie oft muss ich dir das noch sagen? Na gut. Und wo sind deine Rotidomi? Hitodama, korrigiere ich und rolle mit den Augen. Yuki seufzt. Na gut. Wo seid ihr, Hitodama? Ruft sie und legt die Hände um den Mund. Nein, nicht! Ich packe Yukis Arme und reiße sie von ihrem Gesicht weg. Warum hast du das getan? Jetzt schreie ich auch, aber es spielt keine Rolle mehr. Nichts spielt mehr eine Rolle. Die Hitodama sind fort. Yuki hat ihnen Angst gemacht und jetzt haben sie auch vor mir Angst. Das darf nicht sein, das darf einfach nicht sein. Du hast alles kaputt gemacht. Ich hasse dich. Hör auf, du tust mir weh. Ja, ich tue dir weh. Du verdienst es. Und deswegen schlage ich dich weiter, bis du von allein verschwindest. Natsu, bitte hör auf. Zitternd halte ich inne, stolpere ein paar Schritte rückwärts, bis ich gegen einen großen Baum pralle und mich gegen ihn sinken lasse. Ich klammere mich an seiner Rinde fest, die hart und verlässlich unter meinen heißen Fingern pocht, und starre meine Schwester an. Ich hätte nicht mitkommen dürfen, schnieft sie. Nein, das hättest du nicht, denke ich. Aber meine Stimme schafft es nicht, diese Worte auszusprechen. Ich schaffe nur, meine Schwester anzusehen, als wäre sie ein Gespenst. Ein richtiges Gespenst. Jetzt weine ich auch, weil ich mir so unfassbar dumm vorkomme. Yuki kann doch nichts dafür, dass sie die Hitodama nicht sehen kann. Sie ist nur neugierig. Sie möchte an meiner Welt teilhaben. Wie kann ich sie dafür verurteilen? Yuki? Ich starre auf einen leeren dunklen Fleck. Dort, wo eben noch Yuki stand, gähnt nun Leere. Sie ist fort. Ich kann nicht sagen,
wie lange ich stumm und steif dasitze. Mein Rücken schmerzt, meine Augen brennen und meine Hitodama sind fort, aber ich habe es nicht anders verdient. Ich bleibe so lange hier sitzen, bis ein Yokai mich in seine Höhle entführt und verspeist. Ein rötliches Licht tanzt vor meinen geschlossenen Augenlidern. Endlich der Yokai. Aber es ist viel zu kalt für einen Dämon. Ich blinzle. Ein junges Hitodama schwebt dicht vor meiner Nase. Ich lächle sachte, hebe den Arm und lege die Handinnenfläche behutsam auf den Lichtschein seines Kopfes. Es schmiegt sich hinein und gibt ein Geräusch von sich wie eine Katze, die hinter den Ohren gekrault wird. Jetzt entdecke ich auch die anderen Hitodama, die sich mir langsam nähern. Eigentlich hätte das dafür sorgen müssen, dass ich mich besser fühle. Doch alles, was in meinem Herzen wohnt, ist Scham. Ich hätte sie längst suchen sollen. Wer weiß, wie viel Zeit vergangen ist seit unserem Streit. Ob sie sich im Wald verlaufen hat, sie kennt sich hier nicht aus. Ein Schauer läuft mir den Rücken hinunter. Der Drang, mich bei Yuki entschuldigen zu müssen, ergreift mein ganzes Bewusstsein. Thank you.